Und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Europa Universalis 4, wo das kleine Sachsen ja inzwischen doch eine ganz bedeutende Rolle in Europa bekommen hat. Und da werden wir natürlich weiter dran arbeiten. Ich habe mir in der Zwischenzeit in der kleinen Folgenaufnahme mal die Ideen nochmal angeguckt und bin dabei auf einen Punkt gestoßen, den ich vorher noch gar nicht wusste, der mir vorher noch gar nicht aufgefallen ist. Da würde ich mal kurz drauf eingehen wollen. Und zwar ist das ein bisschen komplizierter gemacht sogar mit diesen Ideen, als ich dachte. Es gibt nicht nur diese Punkte, die man hier freischalten kann. Nein, es gibt auch einen Punkt, den man bekommt, wenn man die komplette Ideengruppe abgeschlossen hat, der hier nochmal extra markiert ist durch dieses kleine Lampensymbol. Wenn man das hat, dann ist das hier, leuchtet dieses Lampensymbol auch. In dem Fall für die Quantitätsideen bekommen wir einen Truppenlimit-Modifikator von plus 50% nochmal obendrauf. Fände ich eigentlich besser oder hätte ich besser gefunden, wenn sie das einfach hier in den letzten Punkt mit reingepackt hätten. Wäre für mich ja leichter zu erkennen, leichter zu sehen gewesen. Noch ein Punkt, den sie dort irgendwie, ja sagen wir mal, eingearbeitet haben. Wenn man jetzt über den Namen geht, Quantitätsideen, kann man hier eine schöne Liste sehen. Und zwar, wenn man zwei bestimmte Ideengruppen zusammen vollständig abgeschlossen hat, bekommt man noch ein paar extra Boni mehr. Das lässt sich natürlich jetzt nicht anders einrichten als durch so eine Übersicht. Das finde ich aber ganz gut, aber ist mir vorher noch nie aufgefallen, wenn ich ehrlich bin. Und dabei bin ich auf einen sehr interessanten Punkt gestoßen. Ich habe mir das wirklich gerade sehr ausführlich angeguckt. Zum einen, diese religiösen Ideen wirken so erstmal nicht ganz so attraktiv. Wenn man die sich so anguckt, Stabilitätskostenmodifikator, ja mein Gott, Missionarsstärke, auch nicht so das wahre Kirchenmacht, was soll man damit, bekommt man sowieso. Jährliches Prestige plus 1, hätte man gern, aber kann man auch drauf verzichten. Allerdings, wenn man über dieses Lampensymbol fährt, Kosten für Kulturkonvertierung minus 25%. Und nicht nur das, wenn man diese religiösen Ideen gemeinsam mit diesen Einflussideen abschließt, könnt ihr mal gucken, ich gucke gerade, wo das steht, kulturelle Einheit, das ist der 1, 2, 3, 4, der fünfte Punkt von oben. Kulturelle Einheit plus Einflussideen, Kosten für Kulturkonvertierung minus 20%. Das heißt, wenn man das abschließt, kriegt man schon minus 25%. Und wenn man das dann auch noch abgeschlossen hat, nochmal minus 20%. Was ein wirklich netter Faktor ist. Plus natürlich die ganzen anderen Sachen, die man hier automatisch mitbekommt, was auch ganz nett ist. Ja, und hier bekommt man bei den Einflussideen auch noch den Punkt unrechtmäßige Forderungen minus 50%. Also das habe ich noch gar nicht gewusst vorher, ist mir gerade erst aufgefallen. Und von daher überlege ich gerade, ob wir uns wirklich das mal versuchen anzutun, dass wir das hier mal durchboxen. Ich bilde mir ein, wir hatten auch irgendwann schon mal die religiösen Ideen angefangen und hatte ich sie irgendwann wieder zurückgenommen. Einfach weil ich dafür keinen Grund gesehen habe. Das erschien mir halt nicht sonderlich attraktiv, was hier freigeschaltet werden konnte. Aber so erscheint das natürlich in einem ganz neuen und anderen Licht und von daher denke ich mal, dass wir das probieren werden. Wir wählen mal die religiösen Ideen aus, jawohl. Und wir wählen aber auch mal die Einflussideen aus, jawohl. So, beides zusammen müssen wir jetzt versuchen, nach und nach dann auf den Stand der Dinge zu bringen. Wird ein Weilchen dauern, gerade wegen den administrativen Punkten, die ja notwendig sind. Aber mein Gott, müssen wir halt uns leisten. Probieren wir es einfach. So. Das wäre schon mal der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wir haben noch Einheiten hier drüben stehen in Amerika, die wir noch nicht abgezogen haben. Das sollten wir auch verändern. Ich habe überlegt, eine Truppe werde ich auf jeden Fall hier lassen, in unserem Vasallenstaat in Quakiutl oder was auch immer. Und die andere Truppe werde ich abziehen aufs Schiff und dann woanders hin transportieren. Denn der Krieg mit England wird wahrscheinlich ja noch nicht vorbei sein. Und von daher, denke ich mal, wäre das in Ordnung, wenn wir dort natürlich dann dementsprechend auch dranbleiben. So, wir lassen die Zeit erstmal ganz kurz weiterlaufen, dass wir das erstmal, soweit getan haben. Und dann schicken wir die Einheiten zurück. Ich denke mal, Südamerika wäre ein gutes Ziel, oder? Die haben schon 26.000 Mann hier drin stehen. Nicht schlecht, würde ich mal meinen. Und ansonsten haben wir gar keine Einheiten hier drin stehen. Ach doch, hier unten. Gut, die bräuchten wir aber theoretisch ja nicht wirklich. Aber es schadet auch nicht, wenn wir jetzt hier noch eine Truppe drin dabei haben. Von daher, doch, wir lassen die mal dort.
So, also schicken wir sie dorthin. Die Schiffe müssten wir vielleicht wieder dann nach Europa zurückbringen. Die könnten wir hier wahrscheinlich gern mal gebrauchen. So, jetzt geht es natürlich aber darum, wir wollen ja auch Krieg führen. Wir müssen dazu vielleicht aber auch erstmal unsere Überdehnung in den Griff bekommen. Wir werden dazu erstmal die 32% Überdehnung ja, uns wegmachen lassen. Lustig finde ich auch die Ortsnamen hier. Amorküste, Ende der Erde und kleines Meer. Finde ich cool. Also vor allem Ende der Erde fand ich ganz lustig. So, was haben wir denn hier? 21 adlige Regimenter erheben sich in Linz. Alternativ, lokaler Steuermodifikator und lokale Reserve, okay. Oder Stabilität, In Linz, das ist doch irgendwo bei Österreich. Was geht uns denn Linz an? Guck mal, das ist doch Österreich direkt selber. Das hat doch mit uns gar nichts zu tun. Wieso bekommen wir denn diese Nachricht? Lokale Adlige sind mit den Vorteilen, die sie erhalten, nicht zufrieden. Sie verlangen mehr Recht und sind willig, diese mit einer Rebellion gegen den Kaiser durchzusetzen. Ja, wenn ihr meint, also wir können euch da eine Einheit reinstellen, das ist kein Problem. Warte mal, da sollten wir vielleicht nicht den General nehmen. Warte mal, dann nehmen wir mal einen ganz neuen. Noch einen neuen. Naja, geht so. Nahkampf ist jetzt nicht wirklich das, was wir brauchen. Fernkampf hätte ich mir mehr erwünscht. Ja, dann nehmen wir doch halt einen der hier. Nehmen wir mal den, das müsste passen. Und dann marschiert mal bitte nach Linz. Wenn die das so möchten, dann kümmern wir uns natürlich drum. Oder meinen die, ist das hier auch nochmal Linz? Guck mal, hier ist auch nochmal Linz. Ah, das ist Linz. Und das ist Linz. Ah ja, okay. Zwei. Ah, das ist. Warte mal. Was war das jetzt? Linz? Und das ist Linz. Okay. Dann doch lieber nur dahin marschieren. Das ist auch kürzer vom Weg her. Da braucht ihr nicht so weit laufen. Und dann vernichten wir die Teile doch mal. Jawohl, das haben wir mitbekommen. Rein zufälligerweise. Und da werden sie auch schon niedergeschlagen. Jawohl. Okay, das war jetzt eher weniger ein Problem. Dann lass mal dorthin zurück. Und ich habe auch gesehen, das Byzantinische Reich breitet sich hier ganz gefährlich aus. Das ist jetzt sogar schon hier in Genua. Die haben Genua komplett eingenommen. Und ja, da sollten wir dranbleiben. Also, ich habe ein bisschen Schiss vor denen. Ganz ehrlich. Also, wir sind zwar schon relativ groß und das mag auch alles sein. Und wir sind auch ziemlich stark, was unsere Einheitenlimits angeht und unsere Reserven angeht. Aber guck mal, wie viele Verbündete die haben. Galizien, Volhynien, Kiewarus und Böhmen ist noch an denen ihrer Seite. Im Moment führen die auch Krieg gegen ja, große Teile der Welt, kann man sagen. Ja, das ist schon so, aber wahrscheinlich auch im Moment sehr erfolgreich. Wobei bei dem ihren Krieg gerade, glaube ich, keiner mitmacht, außer ja, sie selber halt. Weil normalerweise müssten ja sonst die Verbündeten, die da mit dran teilnehmen, eingefärbt sein dementsprechend. Das Problem ist nur, wenn wir jetzt dem Byzantinischen Reich den Krieg erklären wollten, was ja durchaus ginge, würden natürlich, weil wir sehr nah zu den anderen Verbündeten sind, erstmal alle mit einsteigen. Das ist so ganz provisorisch. Und deswegen finde ich das gerade keine so gute Konstellation. Wir sollten eigentlich einen Partner finden oder einen Gegner finden, der nur mit dem Byzantinischen Reich verbündet ist. Das wäre zum Beispiel Galizien-Volhynien. Dann könnte man das vielleicht durchsetzen. Das Problem bei Galizien-Volhynien ist, dass die für uns nicht 100% zugänglich sind. Da liegt nämlich Ungarn dazwischen. Und Ungarn wiederum ist verbündet mit Böhmen, was im Moment, oh, das macht aber einen guten Eindruck. Was im Moment einen sehr guten Eindruck macht. Ach nee, die haben noch einen Verbündeten hier hinten. Georgien. Und, ja, nochmal Georgien. Okay, ist alles dasselbe. Ist das ja auch nochmal Georgien? Ja. Na gut, aber Ungarn würde doch eigentlich gehen, so als Kriegsgrund, oder? Aber trotzdem haben wir noch, naja, wir haben noch ein bisschen Überdehnung. Das heißt, so schnell können wir sowieso nicht machen, wahrscheinlich. Aber wir können ja mal vorsichtshalber die Truppen schon mal in die Nähe hinlegen. Nur falls da sich was ergeben sollte oder so, dass wir dann nicht lange an Vorbereitung benötigen. So, wir lassen die Zeit trotzdem nebenbei weiterlaufen. Und dort stehen wir drin. Okay, hier fehlen noch irgendwo ein paar Einheiten. Wo haben wir denn die alle? Hier oben. Ach, die haben wir schon mal um Frankreich postiert. Stimmt, wir wollten was mit Frankreich machen. Jetzt fällt mir das wieder ein. Ui, okay. Warte mal. Kommando zurück. Kastilien wäre dabei, Siena, Portugal, Norwegen. Recht viele Gegner.
und auch nicht wirklich kleine Gegner mit Kastilien und Portugal. Ist ja, na gut, das geht, das ist nicht das Problem. Norwegen, ja, die sind weit weg, ich weiß. Ich würde trotzdem erstmal kurz an Ungarn dranbleiben wollen. Das machen wir mal doch auf diese Weise. Ich sehe auch gerade, wir haben die Einheiten hier schon mal so schön postiert, aber ich muss das nochmal zurücknehmen. Das scheint mir jetzt doch das bessere Ziel zu sein erstmal. Und wir können die Zeit aber, wie gesagt, weiterlaufen lassen. Das sollte nicht das Problem sein. Und dich verschicken wir mal nach dort noch. Und du gehörst vielleicht auch noch dahin. So, haben wir noch irgendeine Einheit, die noch nichts zu tun hat? Ja, hier haben wir noch ein paar Einheiten. Die stehen alle bereit für Frankreich. Ja, aber kommen wir jetzt hier auch irgendwie durch? Würde das gehen? Na, nee, nur mit Schiffen. Aber die sind vielleicht in der Zwischenzeit schon mal da. Lass mal gucken. Genau, die müssten wir sowieso mal wieder zurückbeordern. Das kann so nicht bleiben. Warte mal, oh, das war ganz schön nah. So, lasst euch mal nach da verlegen erstmal. Dann könnt ihr dort auch anlegen und euch erstmal reparieren und euch gut gehen lassen, wie auch immer. So, die Einheit, ist die schon auf dem Weg? Nein. Guck mal, da wäre doch hier noch die Möglichkeit, wo können wir denn dich genau hinschicken? Kastilien, sie erzählen uns über das Ereignis Kaffeeboom. Die Kaffeepflanze wurde lange von den Arabern bewacht, die das Monopol auf die Kaffeeproduktion hielten. Doch schließlich gelang es europäischen Händlern, in den Besitz der wertvollen Pflanze zu gelangen und sie in ihren Kolonien einzuführen, um sie damit einer großen Zahl Europäern zugänglich zu machen. So kam es zu zahlreichen Kaffeehäusern in Europa und ein Boom folgte. Hat folgende Auswirkungen. Kastilien bekommt offenbar 571 Dukaten und 20 Prestige dafür. Preis für Kaffee verändert sich bis zum Spielende um plus 50%. Sehr interessant. Also sollten wir einen Kaffee machen, oder wie verstehe ich das gerade? Gut, na denn. Machen wir erstmal weiter. Wir haben die Einheiten schon mal weitestgehend postiert. Bist du jetzt endlich auf dem Weg? Warte mal. Nein, auswählen lassen. Nee, immer noch nicht. Wo haben wir denn noch eine Provinz für dich frei? Wo könntest du dich denn noch mit reinstellen? Passen hier auch mehrere Einheiten rein? Nein, 53 Truppenlimit hier, 62 Truppenlimit. Dann stellst du dich da dazu. Einfach wegen der Gesellschaft. Und wenn wir das dann haben, dann könnten wir eigentlich schon in den Krieg ziehen, würde ich denken. Okay, der gute Mann ist gestorben. Warum auch immer. Schade. Dann lass mal gucken, dass wir seinen Beraterplatz gleich wieder füllen. Da hätten wir die Produktionseffizienz von plus 10%. Das ist in Ordnung. Die können wir mitnehmen. So, kriegen wir wieder unsere 11 Punkte pro Monat. Ist nicht ganz so viel, aber ja gut. Müssen wir halt erstmal leider so hinnehmen. So, kommt ihr dann auch langsam an, weil ich weiß nicht, ob das Bündnisverhältnis so ewig aufrechterhalten bleibt. Wo seid ihr denn? Ach hier, da laufen sie. So, na denn. Wären wir, glaube ich, fast schon bereit für den Krieg, oder? Kann das sein? Lass mal gucken. Krieg erklären. Georgien? Ach, ich glaube, ja, die waren vorher schon mit dabei. Gut, na denn. Auf geht's, würde ich meinen. Krieg gegen Ungarn und Böhmen. Na denn. Ab geht's. Oder soll ich nochmal speichern vorher? Komm, wir speichern einfach mal. Haben wir sonst jetzt so selten mal gemacht. Und ist, glaube ich, aber auch nicht das Verkehrteste. Da hat man immer mal einen kurzen, ja, Quicksave für zwischendurch, falls doch mal was schief gehen sollte. Aber ich glaube nicht. Ich bin da sehr zuversichtlich eigentlich. Gut, Eroberung der Hauptstadt als Hauptkriegsgrund und los geht's. Ich mag diesen Imperialismus-Kriegsgrund. Das ist was total Tolles. So, ihr marschiert nach da, ihr marschiert nach da, ihr marschiert dadurch, obwohl ihr könnt auch direkt in die Feste marschieren. Das ist vielleicht das Wichtigere. Ihr marschiert, hallo? Achso, ein Tag, genau. Georgien ehrte das Militärbündnis, genau, und Böhmen genauso. Jawohl, das ist in Ordnung. Ihr marschiert, warte mal, ihr könnt doch bestimmt schon in diese Festung, genau. Ihr marschiert in diese Festung, ihr marschiert in diese Festung. Ihr besetzt das mal ganz kurz zumindest, dass das schon mal soweit erledigt ist. Und ihr kümmert euch darum, genauso wie du vielleicht erstmal darum. Wo du dann ganz schön ab vom Schuss stehst, das ist vielleicht auch nicht so das Wahre. Kannst du direkt dort rein? Ja, könntest du. Bringt uns, glaube ich, aber nicht ganz so viel. Stehst immer noch ab vom Schuss. Denn wir gucken mal. Wir lassen mal die Zeit ein klein wenig weiterlaufen. Und schauen mal. Da kommt nämlich schon die erste 27.000er Armee angewackelt. Und da stehen 52.000. Wo nehmen die denn... Leute, wie nehmen die denn auf einmal von jetzt auf gleich so viele Einheiten her? Puh, ja.
Okay. Na dann, würde ich meinen, wir sollten vielleicht das nochmal rückgängig machen. Geht das? Lass mal gucken, da haben wir einen Kampf gewonnen. Ihr seid auf dem Weg. Jawohl, ihr könntet dann notfalls als Verstärkung dazukommen. Das Problem sehe ich jetzt nur gerade in diesen Einheiten. Warte mal, ihr marschiert jetzt nach... Hallo? War das nicht gerade unsere Einheit hier? Ja, doch, ihr marschiert dorthin. Ich habe nämlich das Gefühl, die treffen sich gleich und das sollten wir versuchen zu verhindern, dass die sich treffen. Wichtig wäre vielleicht, dass wir dann auch diesen Punkt hier mal angehen. Du marschierst sowieso zurück und dann dort rein. Dann hätten wir schon mal 90.000 und ich glaube, es wäre auch nicht verkehrt, wenn wir nochmal 120 draus machen. Das heißt, du wirst auf jeden Fall erstmal dort in die Nähe gehen. Jawohl, irgendwann Kampf haben wir gewonnen hier unten, genau. So, ihr flüchtet jetzt schon wieder. Das finde ich jetzt nicht ganz so toll. Wobei jetzt die, glaube ich, hier einmarschieren. Also von daher wäre es noch in Ordnung. Hier treffen 54.000 Mann aufeinander. Echt? Österreich hat, blabla, Österreich hat 54.000 Mann? Wo nehmt ihr denn die Leute her? Ist ja Wahnsinn. Und von uns müsste ja dann auch noch gleich eine Einheit dort ankommen, oder? Genau, hier ist noch eine Einheit unterwegs. Die kommt dann auch noch gleich dazu. Die sind sogar schon fast da. Dann sind die nochmal ein Stück weit verstärkt. So, zum Beispiel. Dann würde ich nur vorsichtshalber die Einheit vielleicht auch nochmal dazu nehmen. Und hier sind wir auf dem Weg. Das heißt, darum kümmern wir uns gerade. Theoretisch brauchen wir dann auch gar nicht so viele Einheiten dort. Das heißt, du könntest schon wieder dort runter marschieren und erstmal den Punkt erledigen. So, was haben wir hier? Bedauerlich. Ja... Immer dasselbe eigentlich im Endeffekt, oder? Verbreitung feindseliger Publikationen. Ja, was soll ich denn dazu sagen? Ist bedauerlich, ja, mein Gott, aber... Jetzt habe ich das andere ausgewählt. Ich weiß nicht, was das für Folgen hatte. Mist. Ich habe außerdem das darunter ausgewählt. Das hatte irgendwelche Konsequenzen. Bedauerlich ist doch die viel bessere Antwort. Schade. So, wir kontrollieren nun die Provinz. Ich hoffe, das war jetzt nichts Schlimmes. Ist noch alles beim Alten sonst? Was ist denn hier los? Irgendjemand besetzt hier unser zukünftiges Burgund. Die Provence? Gegen Burgund? Lass mal schauen. Lohnt sich das, dort noch mit einzusteigen? Burgund führt gerade Krieg gegen so gut wie jeden. Würde sich eigentlich lohnen. Unsere Einheiten, haben wir noch welche am Start hier irgendwo? Ja, hier unten, da könnten wir... Wie wäre es denn, wenn wir... Ich weiß nicht, ob das geht. Lass mal gucken, mit wem ist denn die Provence? Okay. Ist ja nicht ganz so viel hier, wenn ich das richtig sehe. Krieg erklären. Kastilien wäre draußen, die würden das nicht mitmachen. Mailand, Andalusien. Andalusien ist jetzt auch nicht so wild. Mailand, ja gut. Na, das ist schon zu viel, würde ich fast sagen. Und Portugal wäre auch noch dabei. Also wir haben hier zwar noch ein paar Einheiten rumstehen, aber die kommen, glaube ich, nicht so schnell dort durch. Hm. Lass mal die andere Seite angucken, wenn wir jetzt mal auf Burgund gehen. Da wäre auf jeden Fall Kastilien dabei. Die Provence logischerweise nicht. Ja, wieso wird die Provence hier aufgelistet? Das verstehe ich nicht. Wieso wird die Provence hier aufgelistet, wenn die Provence Krieg gegen Burgund führt? Muss ich das verstehen? Und Sizilien? Ja, nee, Sizilien ist schon im Krieg mit denen. Aber... Okay. Muss ich, glaube ich, nicht verstehen. Oder ist Provence vielleicht zufällig Verteidiger des wahren Glaubens? Sieht man das irgendwo? Gewarnt vom Byzantinischen Reich, ernsthaft? Ich könnte mal das Byzantinische Reich warnen, würde ich mal meinen. Diplomatie, wir probieren es einfach mal. Vielleicht sind wir mächtig genug. Rivalität, ja. Ich hoffe, ich mache jetzt keinen Fehler. Warnung aussprechen. Wollt ihr eine Warnung? Ja, will ich. Wer? Ja, krallt euch da irgendwas. Sachsen hat, Dingens besetzt. Lass gucken. Politische Karte, genau. Und dann lass mal reinschauen. So, hier sind die Einheiten gerade frei geworden. Das heißt, wir können eine Einheit auf jeden Fall da hinstellen. Die andere Einheit könnte nach da laufen. Die kann dort drin stehen bleiben. Hier sind wir sowieso dabei, das passt. Das Ding haben wir schon besetzt. Hier stehen, glaube ich, aber noch... Steht nicht noch eine Einheit von uns drin? Nein. Okay. Dann sollten wir das verändern. Ich glaube, hier marschiert schon eine hin. Hier sind wir drin. Das passt soweit. Hier könnten wir noch hinlaufen. Und dich könnten wir
Natürlich. Der kürzeste Weg. Ich könnte mir noch darstellen, das wäre noch eine Möglichkeit. So, irgendeinen Kampf haben wir wieder gewonnen. Jawohl, das sieht gut aus. Und hier marschieren die Einheiten ja wohin denn eigentlich? Wo wollt ihr euch denn treffen hier? Ja, nirgends. Ihr werdet gerade abgefangen. Okay, ist in Ordnung. Okay, die Provinz haben wir besetzt. Bekes. Und von Bekes geht's nach Bihar. So ähnlich wie hier. So, lass gucken. Und ja, Kampf gewonnen. Sachsen hat Bratislava besetzt. Auch sehr schön. Wo können wir denn noch hin? Hier zum Beispiel. Guck mal, da ist noch was frei. Sachsen hat Spiss besetzt. Na denn. Und irgendwas haben wir auch noch besetzt. So, sehr schön. Dann marschiert von dort aus nach da erstmal. Das wäre schon mal dann... Ach, die habt das wieder befreit jetzt. Ernsthaft. Und wir können nicht direkt hier rüber marschieren. Was soll das denn? Na gut. Bihar wurde besetzt. Jawohl. Sehr nett. Und kommen wir hier schon zur nächsten Festung rein? Ja, wunderbar. Dann den Kampf auch noch gewonnen. Sehr gut. Dann das weitermachen. Und dann schauen wir mal. Oh, hier stehen wir 17.000 Mann drin. Die Silberflotte kam an mit 160 Gold. Mensch, das wird auch immer mehr. So, können wir hier mal kurz Hallo sagen. Macht das mal. Belagerung von Thames ist abgeschlossen. Wo ist Thames? Ach, da unten. Okay. Und dann können wir von hier aus vielleicht noch direkt durchmarschieren. Ich habe Angst, dass die gleich zurückgeschissen kommen. Gucken wir mal. So, das läuft erstmal soweit, der Kampf. Das ist gar kein Problem. Lass gucken, Schlacht gewonnen. Ja, rein zufällig. Hier versuchen sie uns zu belagern im Gegenzug. Und hier kommen sie mit 38.000 Mann zurück. Wer weiß, wo sie die gerade aufgegabelt haben. Okay. Ach stimmt, ich glaube, Böhmen ist im Krieg gerade, oder? Nicht nur mit uns, sondern auch noch mit anderen. Kann das sein? Oh ja. Böhmens Diplomatiekarte schaut sehr vertrauenserweckend aus. Das sind, glaube ich, sehr gute Chancen, Überlebenschancen für Böhmen. Alter, Böhmen führt ja einen halben Weltkrieg. Auch nicht schlecht. So, und das Byzantinische Reich führt auch gerade Krieg. Böhmen wäre jetzt aus diesem Krieg schon mal raus. Galizien, Volhynien und Kiewerus wäre noch mit drin. Das wäre natürlich die Überlegung, ob wir das irgendwie hinbekommen, uns die Bündnispartner nach und nach zu sichern. Mit wem ist denn das Kiewerus unterwegs? Dänemark, also muss man hier genau drauf gucken. Ja, nur die zwei, Dänemark und das Byzantinische Reich. Okay, das kriegen wir nicht hin. So, wer wäre hier noch dabei? Galizien-Volhynien, glaube ich. Genau, Galizien-Volhynien. Mit wem bist du denn verbündet? Nur mit dem Byzantinischen Reich. Na, das sind ja tolle Konstellationen. Ja, schade, wären die jetzt noch mit jemand anderem verbündet gewesen, hätten wir auf den gucken können und hätten mit dem den Krieg erklärt, hätten die fertig gemacht, hätten die nebenbei schon mal besetzt, dann wären die nicht in den Byzantinischen Krieg mit reingekommen. Das wäre jetzt meine Methode gewesen, aber lässt sich gerade schlecht umsetzen. Nur so ein ganz kleines bisschen. Gut, hier kommen die Einheiten an, die wollen, ich weiß gar nicht wohin, ich glaube hierhin. Kommt in Pest an, ja, wir auch gleich. Wann bist du da? Wann treffen wir uns denn? Wann können wir denn Hallo sagen? 6. Januar. Und wann seid ihr da? 12. Januar. Okay, wir kommen ein bisschen mit Verspätung, aber wir haben gute Gründe. So, lass mal gucken, wie wir euch noch an die Seite stellen. Wie 28.000 Mann reichen nicht zur Besetzung einer Festung? Geht's noch? Festungsstufe 8. Ich glaube, wir sollten unsere eigenen Festungen auch mal ausbauen. Wir haben immer noch, glaube ich, die allererste Festungsstufe hier. Genau. Fort Level 2. Finde ich ein bisschen gerade erschütternd. Tja. Leute. Aber so, da sieht man, so eine gut geplante Festung ist eigentlich was wirklich, wirklich Nettes. Wir sollten, glaube ich, hier mal eine Festung bauen. Lass das mal kurz machen und lass mal vor allem nicht immer so hin und her switchen von der Entfernung her. So, was haben wir denn hier alles drin stehen? Eine Börse wäre dabei, ein Tempel, Werkstatt. Okay, wir bräuchten 10 Punkte, um die nächste Stufe freizuschalten. Das kriegen wir hin. So, dann lass mal eine Festung der Stufe 4 gleich bauen. Kostet 833, 30 Monate. Haben wir eine gute Verteidigung gegenüber den Dänen. Finde ich ganz gut, glaube ich. Machen wir mal. So, das wäre unsere Verteidigungslinie. Genauso wie wir hier wahrscheinlich mal noch eine Verteidigungsfestung hinbauen sollten. Dort oben, obwohl, naja, ist das nicht wirklich notwendig. Aber können... Kann ich das nicht gleich auf maximal ausbauen? Muss ich jetzt wirklich die ganzen einzelnen Zwischenschritte machen? Ernsthaft? Na gut. So, und wenn wir zukünftig vielleicht auch mal einen Krieg gegen das Byzantinische Reich führen wollen,
und die so viele Verbündete haben, wäre es vielleicht auch gar nicht mal so unpraktisch, wenn wir hier dann auch noch eine Festung in der Nähe hätten. Das kriegen wir aber auch hin. Da bauen wir gleich die Maximalfestung. Jawohl. Und dich bauen wir noch ein bisschen aus. Jawohl. Und dich bauen wir auch noch ein bisschen aus. Jawohl. So, da sind wir im Osten auf jeden Fall dann ein bisschen besser gewappnet. Die Frage ist, in dem Westen braucht man nicht wirklich gewappnet sein. Die machen wir auch so platt. Wir können eigentlich hier die Festung dann auch mal entfernen. Die brauchen wir nicht wirklich hier. Wobei es manchmal ganz nett ist wegen den Rebellenaufständen. Wenn man dann ein paar Festungen hat, dann können die das nicht so schnell einnehmen auf jeden Fall. Guck mal, hier haben wir 1000 Festungen drin stehen. Was sollen wir denn alles mit den Festungen? Die müssen wir dann auch nach und nach mal abreißen. Hatten wir ja schon mal so gemacht, so eine Aktion. Werden wir mal wieder machen müssen. So, lass mal gucken. Wo sind jetzt hier die 39.000 Mann? Hier unten noch. Okay. Wir sind ja auf dem Weg zum Treffen. Wie weit seid ihr? Ihr seid gleich fertig. Okay, das ist super. Dann macht das mal schnell auch fertig. Genau, dann könnt ihr nämlich hier noch mit dazu stoßen zum freudigen Wiedersehenstreffen. Und ein Befehlshaber ist gestorben. Ja, nicht ganz so toll. So, du bist auf dem Weg. Bist auch bald da, glaube ich. Okay, die anderen haben lassen sich noch ein bisschen Zeit. So, das wird jetzt, glaube ich, recht knapp. Aber wir haben hier noch eine Einheit rumstehen. Guck mal, kannst du nicht da auch noch mit dazu gehen zu diesem freudigen Treffen? Und Baden kommt auch noch mit dazu. Das passt. Jawohl, Geld spielt keine Rolle. Diplomatische Macht. Ich glaube, wir nehmen Geld spielt keine Rolle. Die 0,5 Inflation stört uns die. Können wir da mal einen Blick drauf werfen vorher? Lass mal gucken. Bei Handel? Nein, bei Wirtschaft. Naja. Ich nehme gern die die diplomatische Macht, aber der kommt, was soll's. Wir verdienen genug. Ich glaube, das ist halb so wild. Das ist in Ordnung. So, das sieht auch da lang. Das sieht auch ganz gut aus von dem Kampf hier. 114 gegen 31, das ist eine gerechte Aufteilung für uns zumindest. So, Belagerung von Dingens ist abgeschlossen, wunderbar. Da sind wir mit Ungarn schon soweit durch eigentlich. Hier wird auch nicht mehr viel passieren. Wer ist das denn eigentlich? Lyon, okay. So, dann könntet ihr euch noch hier hochgesellen zu den zwei gegnerischen Einheitentypen. Das müsste dann schon passen. Hier müssen wir dann auch nochmal verstärken, dass die das dann auch besetzen können natürlich. Vielleicht sollten wir das auch direkt machen. Obwohl, nee. Kommt, die anderen besetzen das andere bestimmt auch gleich. Das passt dann schon. So, und hier haben wir auch noch ein paar Einheiten frei. Wenn der Kampf dann vorbei ist, können wir die dann auch dementsprechend dazuziehen. So, wohin verdünnisiert ihr euch denn? Wieso lauft ihr denn nach da unten weg? Habt ihr dort... Huch? Ernsthaft? Das geht so nicht, Leute. Ihr geht mal bitte dorthin und ihr stellt euch noch damit hin und ihr könnt euch erstmal ganz kurz ausruhen. So, na denn, gucken wir mal. Habt ihr noch irgendwo Einheiten drin rumstehen, wo ihr versucht gerade wieder irgendwas zu besetzen oder zu befreien? Georgien hat... Georgien? Dort oben? Ernsthaft? Wie seid ihr da hingekommen? Okay. Ist kein Problem. Wir kommen gerne zur Hilfe, wenn ihr das möchtet. So, Sachsen hat Maros besetzt. Wunderbar. Und ein Kampf fand statt. Den haben wir auch zufällig gewonnen. So, die Einheit lassen wir erstmal kurz da drin stehen, dass wir das Teil erstmal kurz besetzen. Das ist, glaube ich, auch ohne Festung, oder? Kann das sein? Hallo? Seid ihr nicht am Besetzen, Leute? Hä? Hier steht doch eine Einheit im feindlichen Gebiet. Die müssen doch theoretisch, so wie hier, besetzen. Wer ist denn hier noch dabei, Lyon? Wieso sehe ich denn das nicht? Stelle ich mich gerade dumm an? Mache ich irgendwas falsch? Ja, ich weiß, dass ja da drin steht, aber... Wollt ihr das Ding nicht besetzen oder so? Ich meine, das ist feindliches Gebiet, glaube ich. Von uns. Ja. Könntet ihr machen, sozusagen. Ah, jetzt. Okay. Einen Tag vergehen lassen, dann passt das. So, na denn. Tun wir erstmal uns um die dort kümmern, dass die schon mal, ja, Vergangenheit sind. Guck mal, hier können wir uns nochmal dazu gesellen. Hier unten, wie die haben Zuflucht im Byzantinischen Reich. Ich glaube, es sagt, die haben dort keine Zuflucht zu haben. Können wir, dürfen wir, würden die das mitmachen? Nein, natürlich nicht. Dazu sind unsere Beziehungen zu gut, nachdem wir sie gewarnt haben. Tja, sehr bedauerlich. Guck mal, hier mit 68.000 Mann sind die am Start. Das geht aber noch. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlimm.
Wenn man das so sieht, aber gut, sie haben halt auch gerade Krieg gegen andere. Moldawien wäre scheinbar mit am Start oder auch nicht, man weiß es nicht. Ich denke mal schon. So, Böhmen wäre raus, Galizien und Kiewerus wären halt noch am Start, aber allein Kiewerus ist schon eine Hausnummer. Ich will mich um die kümmern. Und das besser früh als spät, habe ich das Gefühl. Bevor die sich ja noch weiter austoben in Europa. Weil Europa geht die mal einfach mal gar nichts an. Das ist unser. Da haben die nichts zu suchen drin. So, wo geht ihr eigentlich hin? Okay, ihr kommt jetzt da dazu. Aber jetzt schaffen die es auch wieder. Was wir können auch immer. Sachsen hat irgendwas besetzt. Genau. Sieht aber oder spricht oder sieht so ein bisschen geschrieben aus wie unser, wie nennt man das? Wie unser Ahnenname, Primeslied. So ähnlich, nur anders. So, da haben wir die Belagerung von Morava auch schon abgeschlossen. Wunderschön. Dann sind die Einheiten eigentlich auch wieder frei. Wir könnten natürlich jetzt auch probieren, irgendwie nach Galizien, nach Georgien durchzukommen. Wir bräuchten alle dazu, links dazu mindestens zwei Durchmarsch. Erlaubnisse. Oder kommen wir vielleicht auch so durch? Ich weiß es nicht. Wir können es ja mal testen. Ne, kommen wir nicht. Das heißt, wir bräuchten ein Durchmarschrecht in Galizien-Volhynien. Und das kriegen wir. Jawohl. Und dann noch hier ein Durchmarschrecht, wenn wir denn einen Diplomaten frei hätten. Haben wir gerade nicht. Wir sollten aber auch die Diplomaten mal zurückziehen. Wir haben einen Diplomaten einmal in unserem neuen Vasallen drin dort. Okay, den holen wir dort mal raus. Wo haben wir denn? Hier. Einmal wegnehmen. Und einen Diplomaten haben wir in Südamerika. Den holen wir dort auch mal aus. Also die brauchen ein paar Tage, ganz schön lange sogar. Aber ich habe da noch ein bisschen bündnismäßig was vor. Ich habe mir zum einen überlegt, um einfach eine Chance gegen das Byzantinische Reich zu haben. Werden wir uns versuchen, Persien als Verbündeten ranzuholen. Können wir mal einen Blick drauf werfen. Habe ich mich noch nicht ganz so genau drauf geworfen, den Blick. Okay, die haben das Byzantinische Reich leider nicht als Rivalen, dafür das Kiewerus, was schon mal eine gute Idee ist. Und was ist das hier für ein Staat? Das Sultanat von irgendwas. Kann man irgendwie leider gerade nicht lesen, den Namen. Gibt es da eine Chance, den vielleicht hier auf der Karte? Ich verdrehe gerade ein bisschen den Kopf. Sultanat der Ayyubiden, ah ja. Dass wir vielleicht mit denen auch noch ein Bündnis schließen. Weil die haben das Byzantinische Reich sogar als Rivalen ausgewählt. Und dann hätten wir die Chance, mit den beiden im Rücken quasi in das Byzantinische Reich einzufallen. Weil die haben beide auch Grenzregionen dort und würden sozusagen unterstützend helfen kommen können. Was ich dazu mal machen wollte, das habe ich nämlich vorher noch nicht gemacht. Wir gucken uns mal die Armeen da jeweiligen Länder an. Militär, Armeen und dann lass mal gucken. Wir brauchen einmal die Armeegröße von Persien. Das müsste ja unter P sein im Idealfall. So, da haben wir das P und Persien geht eigentlich 88.000 Mann, Truppenlimit 110, das ist in Ordnung. Und dann brauchen wir nochmal das, halt, bleib ruhig da. Oder, nee, geh nochmal raus. Dann brauchen wir noch das Truppenlimit vom Sultanat der irgendwas. Lass da nochmal gucken. Also ich versuche das schon ein bisschen zu planen und zu timen, dass wir das dann hinbekommen werden. So, wo haben wir denn? Sultanat. Da. Die haben auch nochmal 86.000. Ist nicht ganz verkehrt, würde ich meinen. Hingegen das Byzantinische Reich, was ja relativ weit oben sein müsste. Jawohl. Da haben wir sie nicht. Hier. Die haben 179.000 Mann, also das heißt, allein die beiden Staaten hätten genug Truppenlimit, um gegen die Armeen, gegen das Byzantinische Reich sich aufwiegen zu können. Und deswegen überlege ich gerade wirklich ernsthaft, ob wir nicht mal wieder Bündnisse eingehen sollten. Brauchen natürlich aber dazu erstmal freie Diplomaten. Ohne die geht's halt nicht. So, Böhmen darf sich jetzt hier nicht länger aufhalten, das finde ich ganz cool. Wir haben gute Nachrichten von Galizien-Volhynien. Ah ja, die Militärzugang, stimmt, da war was. Geht das, dass wir jetzt hier durchmarschieren? Wie immer noch nicht? Hatten wir nicht gerade hier auch einen losgeschickt? Zugangsoption? Ach ne, wir hatten keinen Diplomaten frei, das war das Problem. Genau, aber jetzt hätten wir einen frei. Senden, genau. Und dann müsste das auch passen. Wunderbar.
Und dann versuchen wir natürlich hier gegen Georgien nochmal vorzugehen. Und vielleicht kriegen wir Georgien auch als Vasallen. Wir sollten dann aber langsam auch mal gucken, dass wir nicht zu viele Vasallen haben. Dann lassen wir vielleicht auch mal einen aufknüpfen, wenn ihr wisst, wie ich meine. So, welche Armeen habe ich denn jetzt losgeschickt? Nein, du musst doch da bleiben. Wir sind doch am Besetzen hier. Dich können wir aber losschicken. Das wäre noch eine Möglichkeit. Was bist du denn hier? Galizien, Volhynien, okay. Dann wirst du nach dort marschieren. Das müsste passen. So, hier hat man noch eine Einheit rumlungern. Die kann sich auch noch ein bisschen bewegen. Stellen wir dich mal an das Kaspische Meer vielleicht. So als kleinen Urlaubsausflug. Das wäre doch eine Idee. So, machen wir mal. Wir müssen allerdings die Einheit hier unten auch im Auge behalten. Genau, die wollen sich nämlich gerade verflüchtigen. Mal sehen, wer schneller ist. Nein, die waren echt schneller. Ah, die sind auf dem Rückzug. Deswegen hätte man die so oder so nicht bekommen. Ja, sieht man hier. Dann lass noch mal gucken. Wir ziehen... Ja, wo könnt ihr euch denn zurückziehen? Vielleicht hier hoch? Ich weiß es nicht. Dann warten wir halt auf euch. Ist kein Problem. Wir sind dabei. So, lass mal gucken, wo ihr lang wollt. Irgendeinen Kampf haben wir gewonnen. Ach, da hinten. Okay. So, wie weit seid ihr schon? Na gut, ist ein weiter Weg. Ist eine lange Reise. Und beeilt euch aber mal, dass ihr nicht zu lange braucht. Belagerung von Zwoden ist abgeschlossen. Sehr gut. Dann seid ihr sozusagen frei und wir können mal gucken, wo ihr hin wollt. Ihr wollt nach Bratislava. Na gut, da kommen wir euch entgegen. Vielleicht hilft das ja schon. Und dann könnten wir mit euch... Was wollt ihr denn da oben? Ist das euer Ernst? Ihr könnt nach da auf jeden Fall nochmal zur Hilfe kommen. Hoffentlich noch rechtzeitig. Jawohl, sieht gut aus. Und dann könntet ihr vielleicht auch nochmal dazu kommen, wenn wir einmal dabei sind. Machen wir fröhliches Familientreffen. Und wir verlieren eine Stabilität. Nein, Leute, das ist nicht gut. Wir brauchen noch die Punkte für andere Sachen. Sachsen hat Ermland besetzt. Okay. Tja, weg damit. Schade. Dann werden wir als oberste Priorität haben, die Stabilität wieder zu steigern. Nicht, dass wir hier in Schwierigkeiten kommen. Nur deswegen. Das geht so nicht. So, hier sind wir überall drin oder dran, wie auch immer. Das passt eigentlich. Da könnten wir hier noch... Ach, warte mal, hier unten stehen, haben sich zurückgezogen. Dann folgt den mal ganz unauffällig. Vielleicht ist ja noch ein Treffen drin. Belagerung von Ratibor ist abgeschlossen. Wunderbar. Den Kampf haben wir gewonnen. Da sind sie zerschlagen. Das ist super. Dann sind wir hier nämlich auf der sicheren Seite erstmal. Und können hier eigentlich wunderbar nach... wie heißt das Ding nochmal? Georgien durchmarschieren. So, das müsst ihr dann... Ach, jetzt dürft ihr auch durch das Byzantinische Reich, ne, wieso auch immer. Muss ich nicht jetzt verstehen, oder? Naja, egal. Gut, Kernprovinzerstellung. Dürft man nicht aus dem Auge verlassen. Nicht aus dem Auge verlassen. Nicht aus dem Auge lassen, so rum. Sachsen hat Kaffer besetzt. Lass mal zeigen. Echt? Okay, ich wusste gar nicht, dass ich da eine Einheit direkt hin dirigiert hatte. Habe ich mir verdrängt. Irgendeine Revolte. Lass mal gucken, wo ist die denn? Ach, hier hinten auch noch. Ja gut, da stehen wir sowieso mit unseren 30.000 Mann drin. Das sollen sie ruhig mal probieren. Werden sie wohl nicht ganz erfolgreich sein damit. So, wenn wir das hier erfolgreich belagert haben, dann können wir hier direkt weitermachen. Wäre doch eine Maßnahme. Ja, jetzt haben wir gewonnen. Das hätte ich mir auch denken können. Ach, deswegen sind die hier gestoppt. Stimmt, die hatte ich bestimmt woanders hingeschickt. Aber hier haben die drin Schiffe drin stehen, die Schweine. Warte mal, wir haben doch unsere Flotte auch hierher zurückbeordert. Wir könnten jetzt natürlich einerseits die Einheiten hier rausholen, will ich aber jetzt nicht wirklich, weil es passt so einheitentechnisch. Wir schicken aber die Flotte auf jeden Fall mal dorthin und lassen dort mal, ja, Hallo sagen. Vielleicht schaffen wir es auch so ganz unauffällig zwischendurch einfach mal, können wir mal testen. Na, nein, nicht geschafft, schade. So, aber da kommen unsere Schiffe auf jeden Fall an. Wunderbar, die haben passieren dürfen. Wir sind da und die nicht mehr. So, wieder in Südamerika. Ernsthaft, lass mal gucken. Nein, das war schon eigentlich die richtige Karte. Ja, kümmern die sich aber selber drum, glaube ich. Geht ihr zur Hilfe? Ich meine, ihr seid ein anderes Land. Also, ich habe auch gesehen, die ja verstragen sich, also haben noch nicht mal Bündnisse, oder? Ach doch, jetzt schon. Vor der Folge, wo ich geguckt hatte, waren die nicht miteinander verbündet, glaube ich. Jetzt sind sie es. Okay. Ich weiß nicht, vielleicht war es auch ein Anzeigefehler oder ich habe es falsch aufgefasst vorhin. Ich dachte, die wären nicht verbündet, aber so ist ja viel besser. Weil ich gesehen habe, dass die totale Ansprüche aufeinander haben. Ja, gerade hier das kleine sächsische Kolumbien hat Ansprüche auf ja, die
beiden größeren Kolonien von uns. Naja, sollen die untereinander regeln? Und das sächsische Büro hat absolute Ansprüche auf das sächsische Kolumbien. Finde ich ganz lustig. Weshalb die sich nicht zusammenschließen? Ich weiß es nicht. Naja, müssen die wissen. Halten wir uns raus. Geht uns nichts an. So, dann lass weitermachen. Wir kommen jetzt, glaube ich, langsam gut rüber, oder? Habt ihr schon den Auftrag? Nee, aber jetzt. Gut, dann marschiert jetzt bitte nach Georgien ein. Guck mal, Baden ist ja auch schon am Start. Das ist super. Österreich ist auch mit dabei. Das wird eine fette Sause hier am Schwarzen Meer. Aber die Maschine einfach durch. Okay. Die wollen lieber gleich zu den Prachtstücken hin hier. Na denn. Wie weit sind wir hier? Da sind wir fertig damit. Wunderbar. Und wir haben 95% Kriegsstand. Das geht eigentlich schon. Das ist ja fast schon akzeptabel. Die Einheit steht hier irgendwie drin rum. Die könnte aber auch nur noch da laufen. Das wäre auch schon eine Möglichkeit. So, das Ding dort oben haben wir auch besetzt. Sehr schön. Dann ist, glaube ich, nur noch diese eine. Ne, zwei Provinzen sind noch. Das ging auch noch hin. Das ist kein Problem. Und wie gesagt, vielleicht kriegen wir sogar Georgien als Vasallen. Aber ich glaube nicht, oder? Ne, es wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Sachsen hat Ganya besetzt. Lass mal schauen. Sachsen hat irgendwas besetzt. Georgien hat Kotoname besetzt. Ah ja. Und dann fliehen sie auch noch gleich. Kurz besetzt und dann schon wieder abhauen. Ich glaube, es sagt. Wartet jetzt gefälligst auf uns. Jawohl. Da sind wir schon dran. Das Ding haben wir auch besetzt. Sehr schön. Dann könnten wir hier noch unten. Ne, können wir nicht weitermachen. Ne, wir können nur nach dort marschieren. Okay. So, hier den Kampf gewinnen wir hoffentlich. Weil wir haben keine Truppen als Verstärkung in der Nähe stehen. Lagen von Tarnow ist abgeschlossen. Das ist gut. Hier schafft ihr es gerade mal wieder nicht. Okay, dann lasst euch mal zur Hilfe kommen. So, das Ding ist alles soweit fertig. Also wir sind eigentlich nur noch bei Georgien tätig und ein bisschen am Böhmen noch. Und hier stapeln sich unsere Einheiten von unseren Verbündeten. Auch nicht schlecht. So, das haben wir gewonnen, den Kampf. Sehr gut. Dann lass mal dort runter marschieren. Das Ding haben wir auch besetzt. Sehr gut. Und dann fehlt ja hier eigentlich nur noch diese eine Provinz. Da kommen wir nur gerade nicht hin, weil wir hier noch am Belagern sind. Aber das sollte machbar sein, denke ich mal. Belagerung von Zemplin. Ja, wunderbar. Da sind wir bei Böhmen, Ungarn auch soweit durch. Das haben wir jetzt alles belagert. Ist halt nur noch Georgien so ein kleines Stückchen, aber das schaffen wir, glaube ich. So, wir werden trotzdem hier nebenbei schon mal die Kernprovinz erstellen. Das wird ja vielleicht noch ein bisschen dauern, die Belagerung. Werden, oder auch nicht, wir werden hier die Provinz auf jeden Fall noch uns krallen, sodass wir erstmal komplett Georgien soweit unter unserer Herrschaft, unter unseren Fittichen haben. So, lass die Zeit ruhig weiterlaufen, das wäre super. Und Diplomaten haben wir frei. Oh, super. Dann ganz schnell mal gucken. Wir werden zum einen, ich glaube, Bündnis direkt geht noch nicht, oder? Oh, die haben auch eine ganz schöne Abneigung. Mist. Ja, das mit dem Angriffskrieg lässt sich ja lösen, aber das mit der persischen Meinung über uns lässt sich nicht so schnell lösen, glaube ich. Wir werden es trotzdem erstmal probieren, Beziehungen verbessern mit Persien und Beziehungen verbessern mit dem Sultanat. Gucken wir mal. Vielleicht ganz nebenbei auch mit Syrien. Können wir mal testen. Noch brauchen wir den Diplomaten ja nicht. So, dann sollen die das erstmal so ein Stück weit schon mal in Angriff nehmen dort und ja, wir haben einen Handelsdisput, Kriegsgrund gegen das Byzantinische Reich. Das mag sein, Sachsen hat Jerewan besetzt. Damit ist Georgien soweit schon mal durch. Wunderbar. Da können wir die Einheiten theoretisch mit abziehen. Die brauchen wir ja dort unten nicht mehr. Und dann machen wir das natürlich auch direkt. Die Schiffe können wir dann auch dort abziehen. Moment, hier die Einheit hätte ich gerne ausgewählt. Das heißt, kommt, wir nehmen mal hier gleich alle auf einmal. Ihr trefft euch erstmal dort und von dort aus kümmern wir uns dann. So, lasst hier gucken. Die Schiffe können wir zurückziehen. Das wäre noch eine Maßnahme. Guck mal, hier sind die Byzantiner auch schwer dran. Die schnappen sich ja große Teile Europas. Das finde ich nicht gut. Er ist hier dran, besetzt durch Burgund. Okay, das ist zumindest mal eine gute Nachricht. Ja, lasst die Schiffe erstmal dahin zurückziehen. Das wäre schon mal in Ordnung. Das heißt, wir können ja mal ganz kurz hier Hallo sagen, weil ich glaube, das sind die noch. Gucken, wer schneller ist. Ja, da haben wir den Kampf schon gewonnen. Da haben wir sie, glaube ich, auch direkt zerschlagen. So, jetzt tun wir sie dorthin zurückziehen. Das ist in Ordnung. Sizilien tut irgendeinen Hafen blockieren.
wahrscheinlich den von dem Byzantinischen Reich hier, also von der Provinz, die sie hier gerade besetzt haben. Gut, Zeit weiterlaufen lassen auf jeden Fall. Diplomatie, Frieden verhandeln. Wir haben keinen Diplomaten, natürlich. Stimmt, wir haben hier einen in Syrien drin stehen, den wir mal abziehen könnten. So, aber da hat er zumindest mal einen Monat was machen dürfen. Oder zwei Monate. Und so, da müsste er frei sein, genau. Lass uns mal gucken. Frieden verhandeln. Würde das gehen? Sächsischer Vasall. Nein, leider nicht. So, wir hatten folgende Möglichkeiten. Was haben wir denn hier? Verträge aufkündigen. Werden wir uns mal angucken. Ja, bringt uns jetzt nicht ganz so viel. Nation entlassen. Wäre nur diese eine Provinz. Das ist auch nicht so toll. Kernprovinzen zurückgeben wäre eine Möglichkeit. An Galizien, an Kuman, an Persien, an Kuman. Ja, das bringt auch nicht so viel, wirklich was. Aber wir können sogar Provinzen fordern. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das möglich wäre. Das ist ja der Wahnsinn. Das hätte ich wirklich nicht gedacht, dass das geht. Aber da können wir uns gerade nicht leisten, weil, guck mal, würde einiges an Überdehnung hervorrufen. 21% auf jeden Fall. Hier wären es nur 7%, wäre sogar eine relativ wichtige Provinz, finde ich. Mit der Provinz zusammen wären es 21% Überdehnung. Es würde zwar noch gehen, aber so richtig leisten will ich es mir auch gerade nicht, was das angeht. Nee. Ich hätte es ja lieber als Vasall gehabt. Nee, wir lassen das mal noch ein Stück weit so besetzt. Das ist schon in Ordnung so. Wir brauchen sowieso noch ein bisschen Zeit, dass wir unsere Kernprovinz erstellt haben. Wir können mal gucken, wie es mit Böhmen aussieht, was wir hier rausholen könnten. Wobei wahrscheinlich, ja, es ist sinnvoller, hier mit Ungarn direkt zu verhandeln. Weil da haben wir den Kriegsgrund dafür einfach. Und dann können wir aber auch Provinzen von Böhmen uns einfordern. Das würde 38%. Aber wir können ja mal gucken, wie es bei Ungarn selber ist. Was wir hier an Überdehnung bekommen würden für Ungarn. Ich glaube, das wäre komplett Ungarn. Was geht eigentlich noch? Ungarn ist ein Schnäppchen. Guck mal, nur 58% Überdehnung in dem Moment. Das ist eigentlich eine feine Sache. Was wir aber machen. Wir werden mit Böhmen durchaus einen Separatfrieden verhandeln. Denn ich will, dass er die Verträge aufkündigt. Mit dem Byzantinischen Reich auf jeden Fall. Mit dem Kuman, gut, das ist mir relativ schnuppe. Ungarn wird danach nicht mehr existieren. Von da das passt. Was können wir noch rausholen? Wir können... Sächsischer Vasall geht leider noch nicht. Wir können aber vielleicht eine Provinz uns mal wieder einheimsen, dass wir mal ja, ein Stück weit zumindest erstmal haben. Das sind 38% Überdehnung. Das ist zu viel eigentlich. Ich glaube, das ist günstiger, wenn wir halt den direkten Kriegsgrund gegen Ungarn auch gegen Böhmen auch haben. Lass nochmal ganz kurz auf diese Friedensverhandlungen raufgucken. Ich will das mal vergleichen, was jetzt hier besser wäre. Wir haben 58% plus 38 sind 88, 96. Ja, kommen wir auch drauf hin. Also ist egal, ob wir jetzt hier die Provinz fordern oder nicht. Es ist nur ein Unterschied, ob wir diplomatische Punkte dafür bezahlen. Würden wir in dem Fall nicht tun. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt nicht hier günstiger ist, weil normalerweise, warte mal, wo konnte man das denn sehen? Hier. Kriegspunkt Gesamtkosten für alle ungarischen Provinzen. Sag mal, wäre dann nicht Ungarn sogar als potenzieller Vasall auch möglich? Ich weiß, wir müssen uns langsam früher oder später mal von anderen Vasallen trennen. Zum Beispiel Baden sollten wir mal einverleiben einfach. Und dafür uns dann mal größere Vasallen holen. Lass mal gucken, wie wäre es denn, wenn ich euch als Vasall nehme? Würdet ihr das vielleicht mitmachen? Ja, ist schon, okay, wunderbar. Sächsischer Vasall. Nö, das wollen sie nicht. Ah doch, hier, Ungarn, sächsischer Vasall, das würde gehen. Klingt interessant. Würden wir keine Überdehnung dafür bekommen? Wäre 92% des Friedens wert? Ist wirklich eine Überlegung wert. Und wir hätten einen großen Vasallen. Müssten dann aber uns dann auch mal um Baden kümmern, dass wir Baden einverleiben. Ja, wenn wir schon mal die Beziehung verbessern mit Baden. Dann lass mal gucken. Einflussnahme, annektieren. 190 Punkte brauchen wir dafür, genau. Aber wir warten noch mal ein bisschen mit dem Frieden. Weil, wenn wir Baden annektieren, bekommen ja alle unsere Vasallen einen Negativmalus. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Kommandant ist gestorben, Skandal aber auch. Lass mal gucken. Haben wir hier schon wieder die Chance? Nein, haben wir noch nicht. Was haben wir hier?
Genau. Der da ist, glaube ich, gestorben. Da nehmen wir den für die Moral der Armeen. Plus 10%. Ja, mach das mal. So, dann lass mal schauen. Vielleicht kriegen wir das hin. Und ich sehe gerade schon wieder auf die Uhr. Ich habe gar nicht auf die Uhr geachtet. Wir nehmen schon 50 Minuten auf, Leute. Ja, solange das unter eine Stunde ist. Erhält 40 militärische Macht. Bräuchten wir nicht wirklich. Prestige, ja. Beides egal. Ja, nehmen wir das. So, dann lass mal gucken. Vielleicht kriegen wir das schnell hin mit Baden, dass wir die als Vasallen uns holen. So, 150 Punkte haben wir schon. Das geht aber ganz schön langsam, habe ich das Gefühl. 152 Punkte, wo sind wir hier dran? Das ist ein Dingens. Okay, die Silberflotte ist da. Wir haben einen Kriegsgrund. Wir haben Kernprovinz erhalten. Super. Können wir da direkt noch eine Kernprovinz erstellen? Reicht das von den Punkten her? Warte mal. Ne, hier war schon richtig. Dann darauf und... Nein, 255 Punkte bräuchten wir. So, ich würde gerne mal hier den Diplomaten abberufen, dass wir den schon mal zur Verfügung haben. Senden, jawohl, der braucht nämlich eine Weile, bis er da ist. Zeit weiterlaufen lassen, auf Bahnen gehen und vielleicht noch ein kleines Geschenk hinterher schicken. Geschenk senden und lass mal gucken. 25 Punkte hätte ich gern, jawohl. So, das wäre in Ordnung. Dann fehlen uns nur noch 7 Punkte jetzt, bis wir sie annektieren dürfen. Und dann machen wir das nämlich auch direkt. So. Ach, Mist, noch ein Punkt, okay. Na denn, aber... Nein! Mist! Leute, wir haben einen Punkt davor. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Dynastieaktion, Staatsehe. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt genauso wieder. Jawohl. Hat geklappt. Das haben wir nur nicht den Diplomaten frei. Doch, haben wir frei. Okay. Annektieren. Ja, haben wir nicht frei. Müssen wir noch kurz warten. 6. Januar. Ja, 6. Januar ist er gleich. So, jetzt zum Beispiel. Ihr könnt nicht um Annektierung bitten, wenn sie sich... Nein, wir können das nicht machen, während wir uns im Krieg befinden. Sehr bedauerlich. Na gut, dann müssen wir das doch in einer anderen Reihenfolge machen. Wir werden... Ich überlege gerade ernsthaft. Warte mal, lass mal auf die Überdehnung nochmal schauen. 30% Überdehnung haben wir aktuell. Lass mal gucken. Diplomatie, Frieden verhandeln. Das hätte ich auf jeden Fall gern. Schon mal 76% Kriegsgrund, ernsthaft. Wie wär's denn damit? Sind 87%? Das geht eigentlich noch. Werden 41% Überdehnung. Warte mal, lass nochmal ganz kurz, weil ich habe die Befürchtung, ob sich das mit Ungarn dann verändert, aber ich glaube eigentlich nicht. Ich habe jetzt nicht Angst wegen einer Koalition oder so, aber ich habe Angst, dass wir Ungarn nicht mehr als Vasall benimmt, sonst kommen. So, Forderung senden. Drücken wir mal so durch. Jawohl, da hätten wir diese Provinz. Sehr gut. Die können wir, glaube ich, auch noch nicht als Kernprovinz erstellen. Jedenfalls noch nicht direkt. Dann mit Georgien, glaube ich, geht nichts weiter zu machen. Ach scheiße, jetzt haben wir Ungarn nicht rausgehauen aus dem Bündnis. Ich weiß auch nicht mehr, wie viel der Frieden gerade wert war. Sorry, aber genau deswegen speichere ich zum Beispiel, weil ich einfach mal so verpeilt bin und manchmal Sachen vergesse. So, lass das mal ganz kurz laden. Ist ja eh gerade Überlänge schon von der Folge. Bloß gut, dass ich gespeichert habe. So, dann lassen wir mal gucken bei Böhmen, wenn er denn mal irgendwann fertig ist mit dem Laden. Und sonst so, wie geht's euch so? Also mir geht's gut. So, da sind wir wieder. Diplomatie, Frieden... Ah, warte mal. Kommt gerade auch noch viel bessere Idee. Wir könnten Österreich noch stärken. Da würden wir die Überdehnung umgehen. Und wir könnten Österreicher dann spät, früher oder spät auch annektieren wieder. Also das sollte ja gar kein Problem sein. Ich glaube, wir werden erstmal Österreich stärken. Ja, das machen wir. Warte mal, dazu müssen wir, glaube ich, an Österreich erstmal ein paar Provinzen übergeben. Genau, die zum Beispiel. Ich glaube, da haben die sowieso Ansprüche drauf, oder? Kann das sein? Ne, haben sie nicht. Okay, er macht aber nichts. Halb so wild. Und dann bitte vielleicht die Provinz auch noch. Ist sowieso nicht verkehrt, wenn wir Österreich ein bisschen gestärkt bekommen. Ne, lass mal hier rausgehen. Wir sind ja an der falschen Ansicht. Darauf und hierauf. Genau, und dann auch an Österreich. Und ich glaube, ja, mehr als eine Provinz wird sowieso nicht gehen, aber wir testen es einfach. So, dann lass mal gucken. Diplomatie, Frieden verhandeln. Und das soll bitte an Österreich. Genau, wir kriegen keine Überdehnung. Das würde schon nicht mehr gehen. Das würde auch nicht mehr gehen. Schade aber auch.
Das wäre zu viel, das wäre zu viel. Gibt es nicht noch eine kleine Provinz, die direkt angeschlossen ist daran? Nee, kriegen wir leider nicht hin. Aber gut, wir könnten eine Provinz für Österreich rausschlagen. Das ist, glaube ich, auch keine verkehrte oder keine schlechte Provinz, die wir hier für Österreich geholt haben. Werden jetzt trotzdem noch die Verträge aufkündigen. Ach, das war drin. Okay, hätte ich gar nicht nochmal laden müssen. Aber so umgehen wir die Überdehnung. So, wunderbar. Dann machen wir diese Art des Friedens erstmal. Jawohl. Sehr gut. Dann gehört Österreich jetzt auch Mähren dazu. Werden wir dranbleiben, dass die auch noch weiterhin was dazu bekommen. Und wir erstmal raus hier schon mal. Und da raus und hier raus und so weiter. So. Das hätten wir. Dann wäre der nächste Frieden ja mit Ungarn. Mit Georgien können wir halt, glaube ich, nichts rausholen. Wir können mal gucken, aber jetzt haben wir keinen Diplomaten wieder frei. Jetzt aber. Lass mal gucken, was habt ihr für Verträge mit dem Mogulreich? Das Mogulreich ist das Ding hier. Wie groß bist du denn? Sieht man das ungefähr? Ja, doch schon ganz schön groß. Ja, muss jetzt aber auch nicht unbedingt sein. Die sind weit weg. Noch jedenfalls. Kann Provinz zurückgeben, bringt uns halt auch nichts. Ja, Provinz abtrennen will ich jetzt auch nicht unbedingt. Es sei denn, wir können das jetzt auch übergeben an irgendein anderes Land von uns, aber ich glaube ja eher weniger, weil halt keins direkt anschließt. Nee, können wir nicht. Genau. Deswegen werden wir einfach mal so den Frieden erstellen. Ohne irgendwas, ja, vielleicht, nein, ja. Das auf jeden Fall. Ach kommt, was soll's. Dann machen wir es einmal komplett. Und Kriegsreparation hätte ich gern auch noch. Und was kriegen wir noch sonst noch? Wir können sie noch ein bisschen kleiner machen halt. Wäre halt auch noch eine Idee. Nicht an Command, sondern wo ging das Nation entlassen? Genau. Tu doch das hier mal noch als Nation entlassen. Das wäre in Ordnung. Und kriegen wir noch irgendwas rausgehauen? Was haben wir hier? Georgien widerruft einen Anspruch auf... Ja, es ist mir egal. Ja, davon haben wir auch nichts wirklich davon. Also wir haben noch niemanden Verbündeten, der da irgendwie was davon hätte. Von daher ist es wirklich egal, glaube ich. Müssen wir nichts weitermachen. Das passt auch alles, was Vasallen kriegen man leider nicht. Forderung senden. Da haben wir es zumindest ein klein wenig kleiner gemacht. Das ist doch in Ordnung. Imperialismus, Kriegsgrund gegen Tschakistan, was wir hier gerade ja befreit haben. Und dann gucken wir mal, dass wir den Frieden noch mit Ungarn erzeugen. So, da hätten wir es. Frieden und sächsischer Vasall. Wunderbar, das läuft. Provinzen abtrennen braucht ihr nicht. Beides können wir halt auch machen, aber es bringt uns nichts. Weil unser Vasall soll ruhig etwas stärker sein. Das passt halt schon. Forderung senden. Jawohl, wohl an. Wunderbar und damit herzlich willkommen Ungarn als unser neuer Vasall. So, jetzt können wir hier zeitgleich probieren. Oder auch nicht. Jetzt reicht es wieder nicht von den Punkten her. Dynastieaktionen. Nee, wir haben schon geheiratet und haben immer noch nicht genug Punkte. Skandal aber auch. So, wir sollten auf jeden Fall die Beziehung verbessern mit Ungarn. Haben dann allerdings keinen Diplomaten mehr frei. Und so haben wir uns aber ein bisschen stärker oder breiter aufgestellt von der diplomatischen Front her. Wir haben zwei Kosten aktuell. Einmal durch die Garantie an Florenz, einmal durch Militärzugänge und einmal halt ja durch Ungarn, weil wir den Ungarn als Vasallen haben. So, kriegen wir das hin, dass wir hier die Zugangsoption wieder zurücknehmen. Aufkündigen bitte, jawohl. So, der braucht 9 Tage. Genau, dann bitte hier auch aufkündigen. Jawohl, der braucht schon ein bisschen länger. Macht aber nichts. Und dann hätten wir das auch. Dann haben wir schon mal nur noch derzeitige Kosten immer noch +2. Kastilien hat auch noch Militärzugang. Ernsthaft. Diplomatie, Militärzugang aufkündigen. Jawohl, müsste dann passen. So, haben wir noch irgendwo Punkte, die wir verschleudern. Florenz, geben wir noch eine Garantie, die könnten wir noch zurückrufen. Wir haben immer noch derzeitige Kosten +2 Monat. Wir haben doch jetzt schon so viel aufgegeben. Okay, wir können halt auch noch die Garantie zurückrufen. Haben wir es? Beziehungsaktion? Nein, Einflussnahme, Garantie aufheben. Läuft die vielleicht zufällig auch so irgendwann aus? Garantiert durch Sachsen bis 1696. Was? Wir haben schon 1717, Leute. Ja, ist nicht mehr. Garantie aufheben. Möchtet ihr unsere Garantie für Florenz widerrufen? Wir werden nicht mehr in einen Krieg gegen ein Land gerufen, das sie angreift.
ihr werdet mit ihnen auch einen Waffenstillstand bekommen. Daher könnt ihr dies nicht zum Angriff hernehmen. Ah ja, gutes Deutsch. Gut, dann weg damit. Dann müssten wir jetzt aber hoffentlich langsam mal von den zu vielen Beziehungen wegkommen. Genau, jetzt haben wir nur noch eine Beziehung zu viel. Das liegt an ja, einem Vasall, den wir zu viel haben. So, Diplomat in Persien abberufen, würde ich denken. Genau, lass mal gucken stattdessen, ob wir jetzt vielleicht ein Bündnis zustande bekommen. Tatsache, guck mal, das würden wir hinbekommen. Haben die Perser gerade zufällig Krieg? Weil es wäre natürlich schon günstig, wenn wir das wissen würden. Ja, rein zufällig sogar gegen das Byzantinische Reich. Und Galizien-Volhynien. Interessant. Wir sind ja nun auch ein bisschen gestärkt durch Ungarn. Ich denke mal, ich habe jetzt so den zukünftigen Plan. Ach scheiße, jetzt sind wir schon über eine Stunde auf. So, ich wollte eigentlich unter einer Stunde bleiben. Ich wollte eigentlich auch den zukünftigen Plan haben, dass wir jetzt Österreich so groß machen wie Ungarn früher. Wie Böhmen, so rum. Und vielleicht, ja, dann noch ein bisschen größer. Müssen wir mal gucken, dass wir einfach auch einen großen Vasallen haben. Aber so geht's eigentlich schon. So, jetzt wäre nur cool, wenn wir irgendwie hier auch vorankommen würden. Ein bisschen mache ich gerade noch. Das Bündnis, ich weiß nicht, ob ich es direkt eingehen will. Ich habe Angst, in den Krieg gerufen zu werden. Wobei wir im Moment auch genug Prestige hätten, dass wir es ausschlagen könnten. Na gut, machen wir mal. So, Militärbündnis, genau. Wunderbar. Und wir sind gerade nicht im Krieg. Sehr gut. So, dann lass mal gucken. Vielleicht kriegen wir das jetzt mit Böhmen so weit hin, dass wir das schon mal vorbereitet haben. Einflussnahme annektieren hätte ich gerne. Guck mal, 3 Punkte bräuchten wir noch. Die sollten wir aber kriegen. 189 und 190, genau. So, dann werden wir Böhmen vielleicht annektieren. Oder ich überlege, ob es vielleicht auch Lyon tun würde. Ach Mist, immer meine Unschlüssigkeit. So, das wäre Lyon. Wobei ich eigentlich Lyon vorgesehen hatte, um sich hier zu vergrößern. Haben wir wohl im Moment auch noch nicht in Angriff genommen, aber Böhmen kann sich nicht mehr vergrößern. Und ich denke mal, deswegen allein werden wir Böhmen schon mal auswählen zur Annexion. Ich hoffe, Ungarn ersetzt Böhmen gut. Ach, nicht Quatsch, Böhmen, was erzähle ich denn? Baden. Mensch, ist schon ein bisschen später hier. So, wir würden Prestige bekommen, Meinung anderer Untergebener geändert um minus 30 gleich, Meinungsändere anderer HR-Mitglieder minus 25, gut, das stört mich jetzt eher weniger, das minus 30 stört mich eher. Okay, da sind wir dran, Böhmen zu annektieren, hier sollten wir mal schnell den Diplomat losschicken, dass wir die Beziehung auf jeden Fall verbessern. Ich glaube, bei den anderen Untertanen ist das halb so wild, die haben eine relativ gute Meinung von uns. Sachsen hält abwesender Händler oder rettet ihn für diplomatische Macht und Dukaten. Dann retten wir ihn halt, wenn es sein muss. Gut, hier können wir die Kernprovinz erstellen, das ist super. Dann haben wir wieder ein paar Punkte frei und können vielleicht nochmal in eine administrative Idee investieren. Hatten wir am Anfang der Folge besprochen, dass wir dort versuchen mal dran zu bleiben. Wenn hier mal 120.000 Einheiten drinstehen, das ist, glaube ich, uncool. Die stapeln sich dort. Dann lasst euch mal ein klein wenig zumindest erstmal verteilen. Genau. So, das war doch ein relativ freundlicher Krieg. Wir haben keine Gebietsgewinne für uns selber getätigt diesmal, aber haben uns insgesamt doch diplomatisch vergrößert. Und ja, sieht gar nicht mal so schlecht aus, glaube ich. So, was haben wir hier? Verbietet die Publikation. 75 administrative Macht? Nein, eigentlich nicht. Forderungen nach Repräsentation. Einige feindselige Publikationen zirkulieren neuerdings in den Städten von Sachsen. Anonyme, doch sehr kritische Autoren behaupten, dass unsere Regierung autokratisch sei und verlangen sowohl eine schriftliche Verfassung als auch ein Parlament, in dem die verschiedenen Teile unseres Landes repräsentiert werden können. Natürlich sind wir autokratisch. Was bildet ihr euch ein? Verbietet die Publikationen? Macht vage Reformversprechungen, lokale Unruhen? Es ist nicht ganz so cool. Wir verbieten die Publikationen. Ganz einfach, wir sind autokratisch. So. Ich glaube, Baden braucht noch ein bisschen, bis wir die annektiert haben. Das werden wir wahrscheinlich erst in der nächsten Folge erleben, dass es soweit ist. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen bei euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mögt, morgen wieder mit einschalten, wenn es heißt Let's Play Europa Universalis 4. Bis dahin. Ciao, ciao.